gerade von rechts oder so gekommen. Da müssen voll schöne Schatten da rechts. Die sind doch super. Die gehören dahin. Jetzt sind wir wieder. Ja, guck mal. Ja, richtig waren wir im Prinzip die ganze Zeit. Oh, da oben ist ein Flirt. Ja, der flirtet mit dir. Morgen. Total. Hallo. Der steht da ja nur rum. Warum der hat steht denn der keine Oberleitung. Braucht er nicht. Deswegen steht er auch. Ja, der hat gemerkt, hier ist nicht elektrifizierter Bereich. Der hängt da halt so rum. Ja. Auf der Brücke. Ja. Bei Dove ist der auch immer lang gequietscht, das habe ich immer gesehen. Aber er hatte eine Oberleitung. Ich bin sogar manchmal ein Rennen mit dem gefahren, du kannst doch gegen Flirt nicht gewinnen. Ja, ich hab den extra so dahin gefahrplant, dass man parallel mit dem da abfährt. Das ist nicht real, aber ich habe mir gedacht, das ist schön, in dem Zug herzufahren. Ja, ich habe es mal versucht, aber ich habe den immer nur dann an seiner zweiten Haltestelle, also wenn der im zweiten Bahnhof stand, da eingeholt. Ja gut, dann hat er mich wieder überholt. Ja, du musst ja auch an keine Haltestelle halten, wo du den Zug drauf siehst. Diese Bremse macht mich wahnsinnig. Weil einfach kein Mensch steht. Ja. Diese Bremse macht mich wahnsinnig. Andi, kurze Frage. Ja. Das ist genau das, was ich hatte, als ich im ersten Video mit dem Carsten, im ersten The Line-Vertretung, da über den Bahnübergang geheizt bin, weil ich habe auf der Bremse gestanden. Die Bremse ist aber echt ein Zustand, oder? Genau, bei jedem anderen Bus wäre ich nämlich vor dem Bahnübergang zum Stehen gekommen und nicht danach. Wenn jemand steht auf Bremsen und kommt zum Stehen? Das ist schon, wenn ich hier auf eine Haltestelle zufahre. Ich dürfe hier im Prinzip überhaupt nicht schnell fahren. Ja, das ist krass. Also der hat wirklich schwache Bremsen. Also ich glaube, den Bus werde ich auch nicht mehr oft fahren. Das macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß mit dem Bus. Würde ich jetzt noch so schnell zu den... Ja, ich würde generell mal ein bisschen langsamer fahren, so wenn Andi, ich jetzt auch selber fahre. Andi, wir sind es anders gewöhnt, sag ich mal spontan. Weil ja, wir haben ja. Ich würde generell nicht so stark bremsen wegen den Fahrgästen und so. Ach, scheiß auf Fahrgäste. So. Und wegen seriös. Was hast denn du für Wertung? Ja, aber der Bus fährt generell sehr schlecht, Jungs. Ich habe oft eine 100% Wertung, wenn ich. Echt? Ja. Also, wenn ich viel offscreen fahre, dann habe ich 100% Bewertung. Nicht schlecht. Andi, wir haben ja hier das Bremsskript, das hatte Chikoten ja, glaube ich, nochmal angepasst gehabt. Ich hätte ja gern die E-Box hier nochmal in dem Solo-Bus drin. Ja. Ja. Ist ja. Das besser so, Joshua? Ja, hast du so schon angehalten, ist doch genau so. Guten Morgen. Ja, Joshua. Guten Morgen, Janine. Es klingt so, als würde er so ein ernstes Gespräch mit dir führen müssen. Ja, so, Joshua, immer, jetzt fahren wir ganz vorsichtig da vorne um die Ecke. So, und jetzt schauen wir uns das mal zusammen an, was du falsch gemacht hast. Jetzt gehen wir mal deine Fehler durch. Wenn man einen beim vollen Namen nimmt. Wobei, bei manchen, das ist halt, wenn man sich anders kennt. Ihr sprecht mich immer mit Julian an, weil ihr habt mir keinen kürzeren Namen gegeben. Vielleicht ja, im Video sage ich manchmal Jatak und wenn die Leute nicht dabei sind, sage ich oft mal so Arschloch. Also richtig. Ja. So, ach guck mal, da steht noch ein Flirt. Aber bei Josh ist das einfach so, man hat so kennengelernt mit Josh. Außerdem kann man Josh ein bisschen leichter abkürzen als Julian. Nein. Hat doch funktioniert. Deswegen bei Josh kann man ja Josh sagen. Da muss man ja nicht dann unbedingt, ne? Genau. Den vollen Namen. Ich frage mich Josh gerade, ob ich noch Josh Ansagen frei. Bekomme, wenn ich ehrlich bin. Du bekommst welche von Josh. Warte mal, hier sehe ich doch irgendwo, ob ich noch... Nee, du musst auf RBL gehen, links unten. In der Ecke, RBL drücken. Das ist der Button da drunter. Du kannst dich touchen. Das ist kein Touch. Der Button, der weiße Button. Ja. Reichquart, Hedwig? Nee, ein paar Mal weiter. Wieder an der Brauerei. Wieso hat man denn weitergeschaltet? Aus Gründen, weil dein Bus vielleicht, keine Ahnung. Ist kaputt gegangen. Wie schalte ich hier weiter? Q. Nächste Haltestelle. Nee. War auch nur so eine Idee. Nächste Haltestelle. Hier, Ding ins Pedal, Taste. Müsstest du mit Pfeilen machen, aber ich weiß. Er sagt mir die nächste Haltestelle an, aber die kommt immer wieder hier. Ja, weil du die immer nur wiederholen kannst mit Q. Dann bleibt das halt so. Drucker. Alles so, wie es ist. Zitat Drucker. Ob du hier an der Stelle bist und nicht. Habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann irgendwo der Drucker kaputt war. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Bug an dem Bus. Das hatten wir, glaube ich, beim Solo-Bus auch schon. Also in Mainz kann man damit wunderbar fahren. Da hört man immer die tollen vor der Frecht Ansagen. Das ist immer noch eine tolle Stelle, die ich mir wieder gerne anschaue. Also bei mir haben sich beim Solobus auch schon die Ansagen aufgehangen irgendwann mal. Ja, nee, aber du fandest doch die ORN-Ansagen so schön.
Ja, aber die, die. Ach, die, die, die Kinderstimme da. Genau. Ja, da hab ich, bin ich ja eines Besseren belehrt worden. Ja, vor allem auch vor der Frechte, da hast du auch lustige Sachen verstanden. Hä? Ich glaube, er erinnert sich nicht mehr. Okay, gut. Was habe ich denn da verstanden? Nee, ich erinnere mich auch nicht mehr. Irgendwas mit Erbrechen? Nee. Ich erinnere dich an die Flasche. Sowas Ähnliches. Hä? Julian, hilf mir mal. Ich weiß nicht, was er von mir will. Welches Additiv hatte denn deine Flasche auf Lemmental? Ich kapiere es gerade. Lemmental? Welches Additiv Feucht. Hatte deine Flasche auf Lemmental? Feucht. Ach, an der Feucht. Der bisschen Abgabe, so in der Art. Aber feucht. Antifeucht. Alles feucht? Nein, da kommt so eine kleine nuschelige Stimme, die das dann irgendwie so sagt. Ich weiß nicht, ob du es genau gesagt hast, was du verstanden hast. Auf jeden Fall geht's in die Richtung. Ah, feucht. Ich weiß es nicht. Der Andi merkt sich sowas nicht. Aber hier ist eine Ampel. Ich merke mir dann nicht immer alles aus den einzelnen Drehparts. Doch, merkst du. Nee. Doch. Nee. Okay, das belügt doch die Zuschauer nicht. Du merkst es nicht. Nee, da war eine Ampel, da war eine Ampel, da war eine Ampel, da war eine Ampel. War eine Ampel. Ich hab da war eine Ampel. Hä? Da war tatsächlich eine. Nur weil da sonst nie eine ist, heißt das nicht. Ich hab diese Ampel nicht gesehen, ganz ehrlich. Die war, glaube ich, sogar auf beiden Seiten. Sonst hätte ich doch eben nicht als geguckt, ob was kommt. Ich hab grad, das war so Gestaltung anschauen und so. Nein, ich hab geguckt, wann ich raus kann. Ich rechne hier immer nicht mit Ampeln auf der Karte. Also, was Ampeln für eine Allee? Voll. Was? Herzensfelder. Herzensfelder. Herzensfelder, ja. Schön hier, oder? Oh, das sieht nach etwas größerem aus. Guck mal, Josh. Ich hab so viel getrunken heute. Ist das nicht schön? Ja, schön in die Ferne zu schauen. Ja, die Baumreihen da hinten besonders. Ja, die werden wir gleich noch. Jetzt hast du die Map gespoilert, Andi. Klar. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Die Zuschauer mögen das nicht. Die Map-Spoilers, ja, hier gibt's auch so viel zu spoilern. Links sind die gleichen Häuserreihen wie rechts. Mit Two-Splyen gesetzt, wahrscheinlich sind die sogar noch einzeln gesetzt ohne Two-Splyen. Nee, dann wären die nicht so schön nebeneinander. Ja, gut. Dann wurden sie doch mit Two-Splyen gesetzt. Genauso wie die Bäume da in der Mitte. Wobei. Und die Straßenmarkierung haben aufgehört. Und wir haben uns irgendwie auf ein Terrain bemaltes Ding. Ich gesetzt, merke, was wir daran schlecht. Merken, dass wir jetzt einen 0,25 Zentimeter hohen Bordsteinkanten-Dingens da haben. Wie wir sehen, nämlich ist da die Bordsteinkante jetzt höher als sonst, da die Höhe zwischen Terrain und Bordsteinoberkante 0,25 Meter beträgt. Die Asphaltstraße sich normalerweise aber auf einem Niveau von 0,1 Meter, was eben dazu führt, dass hier, wie wir gleich jetzt sofort sehen, der subjektive Eindruck der Höhe des Bordsteins hier wesentlich geringer ist, als wir diese vorher an der Stelle, wo wir direkt auf dem Terrain gefahren sind, vorgefunden haben. Du sprichst mal irgendwie, kennt ihr diese Dinger, die dich im Baumarkt so dicht labern, in so Produktwerbung, die dann im Baumarkt da so Bildschirme hängen, wo dann die ganze Zeit das Produkt beworben wird und immer wieder von vorne in der Dauerschleife dieses Produkt erklärt wird. Ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, dass Josh das mal sprechen würde. Ich glaube, dafür bin ich mir aber irgendwie zu schade, ich weiß es nicht. Einfach geradeaus. Ja, das glaube ich dir. Das würde ich einfach aus Prinzip nicht tun. Ja, das glaube ich dir, aber du, von der Formulierung her könntest du das auch ganz gut. Ja, ich wollte euch einfach nur erklären, warum der Bordstein höher aussieht. Das hast du sehr schön sachlich erklärt. Und ja, genau. Ich kann auch sachlich Maps mit 2016 im Titel bewerten. Wieso erinnert mich die Ecke jetzt gerade ein bisschen an das alte Alheim? Und das ist nicht Grefrath. Wo man Richtung Zopf früher gefahren ist. Irgendwie da bin ich nicht lang gefahren, weil ich immer die 29 oben rum gefahren bin. Ihr seid ja die V3 gefahren. Die fand ich ja persönlich, gut. Julian. Ja. Es gab doch in Alheim so eine Stelle, da bist du rechts reingefahren, ne? Schau mal von oben, Andi. Ja. Schau mal von oben. Das ist ja von hier, wo du gerade stehst mit dem Bus, bis ganz da hinten ist es halt, glaube ich, ein Kreuzungsobjekt. Bis ganz da hinten, wo die parkenden Autos anfangen. Ach so, und deswegen ist das exakt das gleiche jetzt, weil hier muss man dann immer rausfahren. Genau. Das ist einfach ein Kreuzungsobjekt. Also ist gleich wie in Alheim im Prinzip. Stimmt, ja. Ja, Tatsache. Ich hätte jetzt echt drauf schwören können, ich bin in Alheim.
Es ist halt dieses Kreuz. Sehr faszinierend. Wobei, was ich Alheim 3 lassen musste, ne? Die Karte hatte ein extrem geiles Feature. Geile Haltestellenansagen. Haltestellennamen. Nee. Ich meine, es gab nämlich am Hauptbahnhof gab es immer den Hauptbussteig. Da hingen dann immer Nachläufer von Bussen so halbschräg in der Luft ohne den Rest des Busses. Das war total geil. Als wir das erste Mal gesehen haben mit dem Urbino, war total Hammer. Schon wieder keine Ampel. Warum ist an so einer großen Kreuzung 4x4 Spuren? Vor allem, Adi, du hast Vorfahrt. Die können ja eigentlich alle nichts. Theoretisch. In der Theorie. Das ist so eine Verarsche. Das ist echt eine Verarsche. Hallo, ich muss rüber. Hallo. Nee, ich finde das schön hier. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Muss ich rüber? Ich muss rüber. Ja. Ich glaube, rechts geht's zum ZOB, wie es aussieht. So, da kommt ein paar mehr. Das sieht sogar frei aus. Das ist schön. Da steht auch ZOB. Oh, hier ist es eine Ampel. Jetzt wollen wir abbiegen wollen. Fahr drüber, scheiß doch. Nein, der Andi ist seriös. Ich mach sowas nicht. Ich scheiß generell nicht, wenn Fremde dabei sind. Was sag ich nicht? So. Oh, du hast gar kein Licht im Bus an. Oh, Überlandsitze. Josh. Ja. Dem fehlt das Gelenk. Josh. Ich hab doch vorhin schon mal gesagt, beim Urbino, da war ein Gelenk verdreht. Hier ist es irgendwie gänzlich weg. Nee, das ist im Boden. mit Lüftung. Also ich, Es ist Sommer. Ihr lacht jetzt, ne? Aber wenn dieser Faltenbalg beim Gelenkbus nicht drauf wäre, würde der genauso aussehen. Weil eigentlich ist der Faltenbalg nur Dekoration. Ach, du meinst, das ist ein OMSI 2 Feature? Ja, nee, ich meine, dass wirklich im Real Life, wenn du im Real Life einem Bus den Faltenbalg abnimmst, sähe das genauso aus. Ja, der hat einen Unfall gehabt, der fährt gerade ins Depot. Der kriegt einen neuen. Oh, schau mal, das ist der ZOB. Oh, den sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Oh, wir sind da. Trabi. Das ist jetzt kein Kreuzungsobjekt, Adi. Dem war das jetzt egal, dass du da fährst. This has not been a Kreuzungsobjekt. Oh, oh, nee, schieb den nicht ins Wasser. Schieb den nicht ins Wasser, den armen Trabi. Bitte beachten. Kreuzungs überlebt das nicht so gut. Andi, nein, bitte jetzt. Jetzt fährt er seinen Bus noch ins Wasser zum Ende des Let's Plays, so. Ja, schau mal, das reicht doch so. Der weicht die Pappe hinten, weicht jetzt auf. Hab ja die Schnauze voll. So, tschüss. Die Pappe weicht jetzt auf und dann weicht er bis vorne durch. Übrigens auch sehr schön gemacht hier, wie man in den ZOB reinfährt. Mit fliegendem Asphalt. Das ist ganz besonders leichter Asphalt. Ah, sogar. Der ist eben nicht so schwer wie normaler Asphalt, sondern der ist halt einfach leicht. Der schwebt halt. Hier bin ich beim letzten Mal losgefahren, ja. Das musst du gucken. Bahnsteig? Hat er Bahnsteig geschrieben? Ja. Bahnsteig. Fällt mir jetzt auch gerade auf. An einem ZOB sind Bahnsteige. Natürlich sind da Bahnsteige. Es musst du noch einmal rumfahren, Andi, weil es so schön war. Ich muss auch noch mal rumfahren. Ich glaube, wir sind dran vorbeigefahren. Ja, eben. Das war wahrscheinlich der erste. Ja. Hoppala. Hui. Es geht mir wie beim letzten Mal. Ich bin froh, wenn ich da bin. Hui. Ich glaube, wir sind jetzt aber auch eine Stunde gefahren. Irgendwas stimmt da mit dem Fahrplan nicht. Ja gut, wir hatten unterwegs auch so ein paar Situationen, wo wir gestanden haben und geguckt haben, wo wir hin müssen. Ach, ne? Trotzdem keine halbe Stunde. Ja, komm, halte doch einfach irgendwo. 24.02. Ja, Ausstieg ist, finde ich, eigentlich immer relativ egal. Einstieg ist wichtig wegen Steig, aber Ausstieg ist irgendwie, finde ich, relativ Wurst. Findet sich auch so irgendwie. Ah, ich bin so durch. So. Mal schauen. Ist doch schön hier. Das habe ich vermutet, der Fahrplan hat sich aufgehängt. Deswegen hat auch der Drucker nicht mehr geklappt. Ja. Hat sich der Fahrplan aufgehängt? Anscheinend. So, wie viel Verspätung haben wir denn? 39. Andi, das sind 40 Minuten Linien, nicht 35. Oh, wie viel Hucke. Oh Gott. 5 Minuten. Nee, 10 Minuten sind wir quasi sofort direkt am Hauptbahnhof. 20 Minuten Verspätung, das kann ja nicht sein. Ja doch, du hast ein paar Mal Unfälle gemeldet. Ich denke, das wird hier nicht gerechnet bei dem Bus. Ja, Unfälle. Wenn du Unfälle meldest, immer. Nur wenn du referierst nicht. Ach so. Ich habe euch doch noch gefragt. Ja, das hast du auf im Dings reparieren gefragt. Ja. Für mich klang das so, als wenn du sagen würdest, reparieren. Nein, ich meinte aber Unfälle melden. Unfälle melden haben schon. Unfälle melden ist von der OMSI Standard Engine immer. Das kannst du auch nicht umstellen. Das ist von der Standard Engine immer.
Ja, jedenfalls, wir haben es hinter uns, wir haben es geschafft, wir sind da. Yay! Party. Voll schön hier. Voll schön hier. So, ich steig da mal aus. Tschüss. Da hinten fährt ein Berliner Bus. Ja, der Julian ist schon abgehauen, der muss, glaube ich, mal wohin. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch Bob mal schlafen. Das ist echt schon. Hui. Ja, ich werde heute Nacht von der Map träumen. Wir haben ja schon 3 Stunden ETS aufgenommen. Das schlaucht schon so ein bisschen, ne? Hat man dann immer so das Gefühl, wenn man noch einen Dreh macht, dass das dann auch irgendwie so ein bisschen durchkommt. Vor allem Mann macht auch so viel Sinn, dass wir jetzt gerade einen MRN gefahren haben, aber es ist. Genau. Ja, Und die Leute, denen geht's genauso. Schau mal, die laufen auf und ab und auf und ab auf den Bus steigen. Die auf den Bahn steigen, tut mir leid. Ich habe ja immer noch das Gefühl, das liegt hier aber daran, dass die sich alle irgendwie fragen, wo sind wir hier, was sollen wir hier? Ja, das frage ich mich auch. Du weißt ja, was Fische denken, ne? Blub. Nein. Fische, wir hatten das mal gesagt, ich glaube, das war irgendwie Kayana. Fische denken ja nur 10 Sekunden und dann fangen sie wieder neu an zu denken. Das war mit der Fliege vor allem. Auch Fliege fliegen immer gegen Scheiben. Ja, so. Ja. Oder geht's raus, pam. Auch scheiße Scheibe. Oder geht's raus, pam. Oh, scheiße Scheibe. Oder geht's raus, pam. Scheiße Scheibe. Ja, und so ähnlich geht's den Leuten hier. Ja, wie gesagt, wir sind da. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Ich denke mal, lustig war es auf alle Fälle irgendwie. Oder geht's raus, pam. Anni, machen wir die Tür auf. Das fragt der da hinten im See sich auch irgendwie, glaube ich, noch. Ich höre ihn immer noch. Ist der noch da? Die Pappe weicht langsam durch. Ich glaube, der steht im See drin. Ja, der ist in der Tat reingeschubst. Nein. Wir sind da und ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass du dabei warst, Josh. Der Julian ist ja schon weg, bei dem bedanke ich mich also nicht. Hey, ich höre das noch. Ich stehe außerhalb des Busses, der Ossi. Mach mal die Tür auf, für dich auf der Scheibe. Oder geht's raus, pam. Pam. Oh, Tür, scheiße. Oder geht's raus, pam. Tür. Oder geht's raus. Nimm doch den Nothahn. Der hat ja die Türfreigabe nicht reingemacht. Nimm den Nothahn. Jetzt komm doch gar nicht mehr raus. Jetzt müsst ihr bei mir bleiben. Nee, der kann den Nothahn nehmen. Bei Bedarf Scheibe einschlagen. Oder geht's raus? Ist das so? Aber Julian. Ja, bitte? Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, der Trabi fühlt sich wohl im See. Mm-mm. Der Fahrer sitzt ja jetzt. Ja? Also ich sehe. Kennst das du den? Anders. So, Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Wir beenden jetzt mal das Video. Gut. Schön. Seit Tschüss. Wann moderierst du hier ab? Weil wir jetzt schon seit 5 Minuten hier rumlabern, also wobei das Video jetzt, schon vorbei ich ist. Ich gehe jetzt baden, ne? Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Ich wollte gerade selber die Aufnahme beenden. Oh. Läuft die Aufnahme noch? Ja. Mach aus. Ja, Tschüss. Ich habe gerade so das Bedürfnis gehabt, dass ich selber auf den Aufnahmestopp-Knopf drücke. Das ist echt lustig.